So, liebe FCK-Fans, heute begrüßen wir bei unserem kleinen Talk bei FCK TV Nasa Ali. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Genau, ja. Gut, die meisten nennen dich, glaube ich, erstmal Alici. Hast du dich daran schon gewöhnt? Ja, ich habe mich schon daran gewöhnt, weil auch in der Schweiz sagen viele Alici zuerst, aber ich muss ihnen zuerst immer sagen, ja, das heißt nicht so. Das heißt nämlich Ali. Und ja, aber kein Problem. Wenn man dich reden hört, dann merkt man direkt, du kommst aus der Schweiz, da lebst du auch, aber ich glaube, geboren bist du ganz woanders und Nationalitäten hast du, so viel ich jetzt weiß, gleich drei. Ist das richtig? Genau, ja. Ich bin in Skopje, in Mazedonien geboren und in der Schweiz aufgewachsen, aber ich selber bin Albaner. Mit Albanien warst du jetzt auch bei der EM in Frankreich. Erzähl doch mal, was hat man da erlebt? Was waren deine Eindrücke? Was nimmt man davon auch mit fürs restliche Leben? Ja, ich denke, das war ein Traum für uns alle, nicht nur für uns Spieler, sondern für die ganze Nation, dass wir einmal an einer Endrunde dabei sind. Und ja, es war eine tolle Erfahrung. Ich habe zwar nicht gespielt, aber trotzdem konnte ich sehr viel mitnehmen. Jetzt bist du beim FCK, was erstmal die richtige Entscheidung war, kann ich dir jetzt schon sagen. Trotzdem nochmal aus deiner Sicht, was waren für dich die ausschlaggebenden Gründe zu sagen, ich mache jetzt den nächsten Schritt? Du warst beim FC Basel, einem Verein, der immer sehr erfolgreich ist, viele Titel holt. Was hat dich dazu bewogen, zum FCK zu wechseln? Ja, ich wollte jetzt etwas Neues für mich, ich wollte den nächsten Schritt machen. Und habe ich einen Anruf bekommen vom FCK und ich denke, das ist für mich ein sehr guter Verein mit sehr viel Tradition und das ist das, was ich mag.